Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing. Und zwar habe ich endlich nach ewig langer Zeit die Loot Gaming von Mai hier. Inzwischen müsste die Juni Lootbox schon fast draußen sein, aber das ist die von Mai. Die Mai hatte das Thema Racing. Bin ich mal gespannt. Es war ein 3-Monats-Abo, das war die letzte Box davon. Ich habe aber die nächste auch noch bestellt, weil da coole Franchises drin sind. Deswegen gucken wir mal. Ich habe schon wieder vergessen, was hier drin sein sollte. Racing halt, ja. Racing. Das erste Item, das wir haben, ist ein Plüsch. Das ist zu Rocket League. Ne? Ein Rocket League Plüsch. Ein Plüschball halt. Ne? Zum euer Freundin an den Kopf werfen. Sozusagen. Guck, jetzt habe ich mir fast den Monitor umgeschmissen. Der ist lustig. Der sieht auf jeden Fall witzig aus. Hat eine richtig gute Größe und ist so ein richtig schöner. Ne? Oder wenn ihr Tiere habt. Gut, dann weiß ich nicht, wie lange der überlebt, aber ne, damit kann man alles bewerfen. Ne? Eure Kinder, eure Tiere. Eure Freundin, ne, natürlich nur um deren Aufmerksamkeit zu erhaschen. Ne? Damit verletzt ihr die nicht. Von daher ist das in Ordnung, ne? Weil Menschen verletzt man nicht, Tiere verletzt man auch nicht. Ne? Aber damit könnt ihr das machen, ne? Bevor ihr was Hartes nehmt, nehmt lieber das zum Werfen und dann sagt ihr, ey, hier, Freundin, erzähl, euer Freund, kommt ja drauf an, ne? Wie ihr so drauf seid. Das nächste, was wir haben, ist Los Pinos. Der Pin. Der Pin ist auch immer sehr witzig, weil der natürlich immer dem Thema irgendwie nachempfunden ist. Und in diesem Fall ist das ein Reifen. Ja, ein Reifen mit einer Felge. Einfach mal, ne, so ein Autoreifen mit Loot Gaming draufstehen und Road Rage. Road Rage ist das Thema, nicht Racing. Also Road Rage. Ja, nur, dass ihr das wisst. Box ist so leer irgendwie. Keine Ahnung. Das nächste Item, was ich habe, ist ein Twisted Metal Item. Twisted Metal ist ein cooles PlayStation-Spiel gewesen damals. Und das ist tatsächlich ein Official Licensed Product von PlayStation. Und es ist ein Loot Crate Exclusive. Und ich zeige euch einfach, was es ist. Es ist ein Ice Cream Scooper von Twisted Metal. Ihr erinnert euch an diesen Clown, ne? Hier steht das offizielle Logo und es ist ein Loot Crate Exclusive. Und Twisted Metal, das war dieses Spiel mit diesen Autos. Und da gab es halt diesen Ice Cream Truck mit dem Clown oben drauf. Ne? Und das hier, ich hol's mal raus. Ice Cream, you scream, we all scream for ice cream. Denn das ist nämlich, wenn ich es dann aufkriege. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Eigentlich ist das genial, aber es ist auch dumm auf einer Seite. An sich ist das Teil super. Ich finde den eigentlich echt gut. Normalerweise müsste ich den ja behalten. Das Ding ist cool. Das ist auf jeden Fall so eine Eiscreme. Ne? Damit könnt ihr halt, normalerweise haben die noch so ein Ding, dass man so drücken kann, dass man das hier auch wieder rauskriegt. Aber damit könnt ihr Eiscreme halt aus dem Topf sozusagen als Kugel. Ne? Ihr kennt das. Ihr kennt das. Vom Italiener. Ne? Einmal so, Moment. Na, vorher trinken sie das noch in Wasser, ne, und dann zack, einmal, ne, zack, zwei Kugeln, zack, drei Kugeln, zack, vier Kugeln, zack, fünf Kugeln, 17 Euro, klar, passt. Und der hier hat halt als Griff, ne, diesen Twisted Metal Clown. Schon ziemlich geil. Also das Teil ist auf jeden Fall aus Metall, ne, das haben sie schon mal gut hingekriegt. Ne, und hier steht dann noch drauf, Ice Cream, you scream, we all scream for ice cream. Ne, we all scream, noch nicht mal for ice cream, in diesem Fall noch nicht mal for ice cream. Das ist ein cooles Item, eindeutig. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Gefällt mir gut. Finde ich ganz cool. Finde ich ganz cool. Was haben wir hier noch? Wie, das war es schon fast. Na ja, gut, okay, wir haben ein T-Shirt. T-Shirts sind immer schön. Was haben wir hier? Loot Gaming. Und es ist ein T-Shirt zu. Was ist denn das? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Warte mal, was ist denn das? Ist das Destiny? Kann das sein? Ne? Destiny? Das klingt jetzt farfetched, aber ich glaube, in Destiny habe ich diese Farben schon mal irgendwo gesehen. Gab es da nicht auch ein Racing-Team bei Destiny? Ne, diese Fahrzeuge, die da haben, haben die nicht auch irgendwie ein Racing-Team gehabt oder so? Also ich finde das T-Shirt schön, es hat eine schöne Farbe. Es hat ein Franchise, was man nicht sofort erkennt. Ne? Das wäre halt auch etwas, was man dann mal so tragen kann, wenn man nicht so nerdig rumlaufen will. Und es ist so schön weich. Ja, gefällt mir gut. Ich glaube, es ist zu Destiny. Ich gucke das nachher gleich mal nach. So, und dann habe ich nur noch das Teil hier drin. Oh Gott, wenn ich das auspacke, kriege ich das nie wieder weg. Muss ich mir überlegen, ob ich das auspacke. Weil ich ahne, was das ist. Und wenn ich das auspacke, dann ist das gigantisch. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ja, man kriegt es wieder zusammen. Aber ich muss es wahrscheinlich trotzdem auspacken. Mario Kart. Ne? Das knistert so. Ich packe das aus, genau. Wird's nichts. Knister, knister. Ihr seht hier ein Item, wo Mario Kart draufsteht. Ne? Es ist ein Reifen, sozusagen, von einem Mario Kart Fahrzeug. Und da drin ist ein Item. Und dieses Item
habe ein bisschen Angst jetzt. Ein bisschen Angst. Dieses Item wird sich jetzt wahrscheinlich gleich, genau, entfalten. Und es ist ein gigantisch großes Ding. Das könnt ihr gar nicht erfassen, oder? Ist auch falsch rum. Siehst du wohl mal. Das kann ich eigentlich als Hintergrund benutzen hier für die Videos, oder? Ich mache das hier nochmal in den Hintergrund. Ah, nee, das war ein anderer Song. Das ist auf jeden Fall so ein Windshield für euer Auto. Ne? So, was heißt Windshield? Also so ein Sonnenschild halt, ne? Wo ihr dann im Prinzip, wenn die Sonne auf euer Auto scheint, das wird man irgendwie so wieder zusammendrehen können. Jeder kann das außer mir. Ja, das sah doch recht gut aus. Das habe ich doch ganz gut hingekriegt. Ja, so ein Sonnenschirm halt, ne? Von Mario Kart. It's a me, Mario. And I protect you when the sun is shining onto your car. Oder so, ne? Also das ist halt wirklich nur so ein Sonnenprotektor. Ihr kennt das, wenn ihr euer Auto bei 40 Grad im Schatten draußen hinstellt, dann heizt es sich ziemlich auf. Und mit diesem Ding könnt ihr das halt verhindern. Ne? Oder ihr nutzt das halt, wenn ihr im Auto irgendwelche bestimmten Dinge macht und nicht wollt, dass jemand reinguckt, während ihr gerade drin sitzt. Dann könnt ihr das auch benutzen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll sowas ist. Ich weiß nicht, wie viel Temperatur das wirklich abhält. Aber es ist ja so. Ne? An sich eine witzige Idee und natürlich auch ein Hingucker, wenn ihr euer Auto einfach mal abstellt. Also von der Optik her finde ich das schon ziemlich cool. Wahrscheinlich habt ihr jetzt gar nichts gehört, ne? Weil wenn ich knister, dann geht die Kamera immer und sagt, nee, das ist zu laut, wir müssen ein bisschen leiser machen. Wenn das so ist, dann blende ich noch Untertitel ein. Ja, das ist ja auch ganz witzig, ne? Ganz cool. So, das war's auch schon, mehr ist nicht drin in der Box. Jetzt habe ich hier nur noch die Spoilerkarte und die Spoilerkarte ist hier immer ein Poster und deswegen mache ich das jetzt auch nochmal auf. Poster. Also bei Road Rage hätte ich mir echt noch ein paar andere Sachen gewünscht. Also ein paar, weiß ich nicht. Ja. Das ist ein Poster, hier seht ihr das. Poster, bitteschön. Könnt ihr das sehen? Ich kann es nicht sehen. Was ist denn da drauf? Ein Auto. Was ist das für ein Auto? Irgendwas Bestimmtes? Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Ja, dann sind hier nochmal alle Items beschrieben. Epic Drop wäre noch eine Nintendo Switch gewesen, die ich nicht bekommen habe. Aber gut. An sich eine dumme Box, ganz ehrlich. Also ich finde die Items alle witzig und größtenteils auch interessant, weil noch nicht da gewesen. Aber ich kann davon gar nichts gebrauchen. Und das Ding hier ist für mich Quatsch, weil ich habe kein Auto. Aber da kenne ich schon jemanden, der das garantiert bekommt. Pin, ja, ist ein Pin. Na, das T-Shirt ist okay, das bleibt dann bei mir. Das Ding, ich brauche sowas nicht. Ich habe zwar Leute, die ich damit bewerfen wollen würde, aber... Ich brauche es nicht unbedingt. Und dann ist da ja im Prinzip nur noch das Teil hier drin. Und sowas ist natürlich witzig, aber ich persönlich esse viel zu wenig Eis, als dass ich das wirklich gebrauchen kann, das Ding. Und wenn, dann meist sowieso den kompletten Becher. Da brauche ich nicht so eine Schöpfkelle. Ne? Oder Schleckeis. Kennt ihr Schleckeis? Sowas geht auch immer gut. Ja. Ja, ja. Irgendwie, keine Ahnung. Das T-Shirt ist natürlich ganz nett, habe ich ja schon erzählt. Das ist halt nicht so in your face. Also ich gehe davon aus, dass Destiny ist. Ich habe jetzt gar nicht genau nachgeguckt, aber ich gehe da echt von aus. Ja, was sagt ihr dazu? Coole Box? Schrottbox? Weiß ich nicht. Wenn ihr so eine Box haben wollt, na, denkt dran, Videobeschreibung, da ist immer ein Link drin. Da könnt ihr dann nochmal 5 Dollar sparen, wenn ihr die bestellt über meinen Link. Und ich habe da auch was von. Ne? Weil ich kriege dann auf die reguläre Loot Crate ein bisschen Rabatt angerechnet. Ja. Ansonsten... Kommentare, wie hat euch die Box gefallen? Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr noch keins habt, hier so da, Abo mal anklicken und denkt an die Abo-Glocke, damit ihr Benachrichtigungen von mir kriegt und dann einfach beim nächsten Mal wieder anschalten. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss.